Hallo YouTube, hallo liebe Zuschauer, hallo liebe Abonnenten, herzlich willkommen bei Rock Power TV. Ja, ich freue mich ein bisschen wie ein kleines Kind. Und zwar eine LS17 Mod-Vorstellung, und zwar der gute alte Anaburger HTS 2906. Ich habe ihn im LS15 schon geliebt, ich finde ihn einfach klasse. Es ist ein ganz normaler Hänger, hauptsächlich für Häckselgut zum Transportieren eben gedacht. Er packt Häckselgut, Holzhackschnitzel, Stroh, Heu, Silage, auch noch ein bisschen anderes mehr, ich glaube Kraftfutter noch und so. Und was halt das Coole an ihm ist, er hat eine Überladevorrichtung. Sprich, hier ist er stinknormal, kippt hinten ganz normal ab und so weiter und so fort. Aber wenn man will, dann bleibt er hier mit den Flussstützen stehen. Man muss mit dem LKW hier drunter fahren und dann geht das hintere Teil hoch und kann man überladen LKW. Das zeige ich euch gleich, ich habe da was vorbereitet. Wie gesagt, man kann dann auch ihn zulassen. Und noch was, das weiß ich aber auch nur vom guten XLLP, weil er ihn auch schon vorgestellt hat. Hier ist eine Feststellbremse. Ja, da, das Rot-Grüne. Das funktioniert aber nur, wenn man einen besonderen Mod im Ordner hat. Wie der Mod jetzt heißt, weiß ich nicht. Wo man ihn herkriegt, weiß ich auch nicht. Guckt beim XLLP rein. Seine Mod-Vorstellung über den Anaburger, der verrät er es. Aber es tut keinen Abbruch. Der funktioniert stinknormal. Auch ohne diesen Mod. Wie gesagt, es ist ein Tridem, wo die Räder wieder mitlenken. Er hat ein Fassungsvermögen von 55.000 Liter. Ich zeige ihn mal schnell im Shop. So, ganz da hinten ist er. Hier ist er, 55.000 Liter. Er braucht eine Zugmaschine, also einen Traktor mit Minimum 290 PS. Deswegen habe ich jetzt gerade den guten Marcel Ferguson dafür benutzt mit 300 PS. 86 Euro Miete pro Tag. Und da unten seht ihr, wie gesagt, Hackschnitzel, Silage, Gras, Heu, Stroh, Häckselgut. Ja. Es ist vom FSM Modding Team. Ich sage, da war ich da beim LS15 auch schon. So, und jetzt zeige ich euch mal schnell, wie das überladen geht. Ich habe hier schon einen LKW vorbereitet. Man fährt also rückwärts hin. Egal von welcher Seite. Am besten schön Katze Grad. Überlademodus an. So, das müsste ja normalerweise hinten hochgehen. Jawohl, seht ihr. Das Einzige, was halt blöd ist, dass diese Fußspitzen eben rausgehen. Aber dafür kann man ja schnell zum LKW wechseln. Ja, der geht schon auf. Und sobald man mit dem LKW drunter fährt, das ist der einzige Nachteil, was ich finde, dadurch, dass diese Stützen draußen sind, lässt der Hänger sich nicht mehr groß bewegen, dass man irgendwie ranfahren kann. Das muss man eben dann mit dem LKW tun. Seht ihr? Und zack, überlädt er. So funktioniert das. So sieht das gut aus. Und ich finde den Mod riesig. Ich finde ihn wahnsinnig toll. Wie gesagt, beim LS15 habe ich schon geliebt. Egal welche Map ich spielte, der musste dabei sein. Sieht genial aus, sieht toll aus. Wie gesagt, die Liftachse da vorne lässt sich auch noch verstellen. Höher oder runter, das bleibt euch überlassen. Aber wie gesagt, voll genial, voll super. Also ich habe da wirklich drauf gewartet, schon seit Monaten habe ich schon gedacht, mein Gott, dann bringt endlich einer den Anaburger raus, wo dann eben schon ganz normal rauskam für, ach sag schnell, Anaburger Wasserpass, dann diese Anaburger Brückenset und so, dachte ich halt immer, er ist automatisch dabei. So, jetzt lasse ich das hier schnell im Silo ab. Ist sie nicht dort, wo man sonst ablädt. Hallo? Ach, da ist ja die Nacht, bitte, ab.
fährt man wieder zurück. Und wie gesagt, wenn man jetzt so wie diesen her, ich glaube, der packt 60.000 oder weiß Gott wie viel Liter, muss man halt mehrmals laden oder eben mit einem Roadtrain drunter fahren. Also mal, das ist eigentlich egal. So, wieder drunter gefahren und wie da ist wieder rechts überladen. So, fertig. Das war's. Und überladen aus. Und er fährt wieder die Klappe zu und er fährt wieder runter. Also beim LS15 musste man die Klappe oben extra öffnen. Hatte auch keine Kollision, ging dann immer durch die Fahrzeuge durch. Aber wie gesagt, sobald der unten ist, seht ihr, gehen die Fußstützen hoch. Ist ja, sobald die unten sind, lässt er sich halt nicht mehr groß bewegen. Ist halt irgendwie schade, aber egal. So, das war es eigentlich im Groben Ganzen. Wie gesagt, Blinker, Lichter, sogar LED-mäßig, funktioniert alles. Und ein richtig schöner Mod, mit typischen weiß-roten Farben. Ich finde den klasse und ich freue mich wahnsinnig, dass er endlich da ist. Dass man ihn endlich zur Verfügung hat. Wie gesagt, das ist auf jeden Fall glasklar, der fehlt auf keiner Map. Es ist eine Nostalgie-Map, da hat er nichts verloren. Und ich hoffe, dass demnächst noch mehr neue Mods rauskommen, weil ich vermisse noch ein paar aus dem LS15. Und freue mich wahnsinnig, wenn die dann endlich im LS17 auch rauskommen. Aber warten wir es ab. Dementsprechend melde ich mich. Ich bedanke mich fürs Zusehen, Leute. Ihr wisst ja, lasst einen Daumen da, hat es euch gefallen. Lasst einen Kommentar da. Abonniert meinen Kanal. Es geht fröhlich weiter. Und ich sage Tschüss, euer Rockpower bei Rockpower TV. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!